Hallo und herzlich willkommen aus dem Börsenradio-Studio. Mein Name ist Peter Heinrich. Ich begrüße Heiko Thieme aus Spanien. Grüße Sie. Ja, guten Tag. Ja, wir haben jetzt gerade unseren Heiko Thieme Club aufgenommen, jeden Mittwoch. Und einmal in der Woche sprechen wir über die Märkte. Diesmal mit Überlänge, über eine Stunde. Einer der Gründe ist natürlich auch, dass wir uns über so viele Kaufempfehlungen erhalten haben. Da kommen wir gleich dazu noch. Jetzt sehen wir an den Börsen die Angst vor dem L, also vor einem neuen Lockdown. Der DAX war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade knapp vor 11.600 Punkten. Machen wir einen Lagecheck, Herr Thieme. Wie ist denn die Lage an den Börsen? Ja, die Börse wird pessimistisch. Und Heiko Thieme wird optimistisch. Ich bin ja antizyklisch. Das heißt, ich mache meist das, was die anderen nicht wollen. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr zurückgehalten im Sommer. Ich fand einen DAX-Index von 13.000 darüber für zu hoch. Der Optimismus war nicht gerechtfertigt, weil man Corona einfach ignoriert hatte. Man glaubte, es wäre überwunden. Und ich sagte, vor Mitte nächsten Jahres ist daran nicht zu denken. Ich sprach von einer V-Formation, Erholung bei der Wirtschaft. Erster V-Anstieg und dann kommt die Wurzelformation, nicht wahr? Die horizontale Entwicklung. Die könnte sogar etwas einknicken. Die Gefahr einer nochmaligen rezessiven Phase ist nicht mehr ganz auszuschließen. Aber die Tiefstände haben wir im März gesehen. Nur davon sind wir ja weit entfernt. Und ich sagte immer wieder, 11.000 bis 12.000 ist das beginnende Einstiegsniveau. Man fängt schon mal mit einem ganz kleinen bisschen mit 1% an beim Exchange-Rate-Fonds auf den DAX unter 12.500. Wer das gemacht hat, muss jetzt sofort nach dieser Aufnahme 2% in einen ETF, in einen DAX investieren. Wer noch keinen ETF auf den DAX hat, bitte, liebe Zuhörer, 3% des liquiden Kapitals jetzt investieren und dann auf die nächste Kaufchance warten, wenn der DAX zwischen 11.000 bis 11.500 steht, dann legt man nochmal nicht 3%, sondern gleich 4% an. Und wie es dann weitergeht, das diskutieren wir natürlich sowohl bei unserer heutigen Sitzung als auch in der nächsten Sitzung, wenn die US-Wahl gelaufen ist und vielleicht dann schon feststeht in einer Woche, wer der neue oder alte Präsident ist. Ich erwähnte vorhin schon, diesmal hat man eine Überlänge. Eine der Gründe ist, weil Sie so viele Kaufempfehlungen haben. Diese Woche SAP minus 20%. Warum ist für Sie SAP ein Kauf, ein Muss fast? Und warum auch BASF und warum sofort? BASF fangen wir an, es wird verschenkt auf dieser Basis, wenn man es mal auf die nächsten 2, 3 Jahre abstellt. Die BASF ist äußerst günstig hier unter der 50-Euro-Marke, ein ganz klarer Kauf, entweder physisch oder sogar mit einem Hebelprodukt kann man hier anfangen. Das gleiche gilt übrigens bei Bayer um 40. Weiterzugehen, nicht wahr, wenn man sich jetzt anschaut hier, wo man noch investieren kann, ist natürlich ganz klar im ETF auf den DAX, wie ich sagte. Und beim Dow Jones erst ab 26.500, das sind die ganz großen Chancen und bitte auch den Oldtimer, die Allianz vergessen, 150 sofort zugreifen. Es bleibt spannend und ich glaube, ohne vorwegzugreifen, was wir alles gesagt haben, in diesen diesmal fast 67 Minuten, da sind absolut klare Empfehlungen drin und wer davon profitieren will, der sollte sich die Mühe machen, sich doch die gesamte Sendung anschauen und vielleicht auch Mitglied des Heiko Thieme Clubs zu werden. Herr Thieme, ich bedanke mich. Danke und dann bis nächste Woche. Bitteschön.